Hallo, ich bin der Garbage Brawler, der Erfinder von Freak Wrestling Kamens und auch der Erfinder von Professional Backyard Wrestling. Doch wir reden immer so viel von Professional Backyard Wrestling, aber wisst ihr überhaupt, was das ist? Oder denkt ihr, es ist bloß ein Logo und irgendein Name? Ich kann euch das ganz genau erklären. Wir sind bisher drei Ligen, die bei Professional Backyard Wrestling mitmachen. Freak Wrestling Kamens, RPWA, Rheinland-Pfalz Wrestling Association und GEW, Gore Entertainment Wrestling. Die laufen jetzt unter anderen Namen, formieren sich gerade neu. Da wird es eventuell noch eine Namensänderung geben. Aber egal wie, wir sind drei Ligen. Ja, und es könnte sich jede andere Liga in Deutschland auch zu uns dazugesellen und bei Professional Backyard Wrestling mitmachen. Doch, was ist das genau? Ich sag's euch. Wrestler und Ligen. Ihr könnt einfach zu uns kommen, ihr macht beim Professional Backyard Wrestling mit. Und ihr bestimmt die Regeln mit. Ich kann euch jetzt mal ganz klar sagen, was die Vorteile sind. Wir tauschen uns die Wrestler untereinander aus. Wir zahlen uns keine Gage. Weil seien wir mal ehrlich, von Gage kann man nicht sprechen. In Deutschland wird immer ungefähr eine Summe bis 50 Euro gezahlt. Das weiß ich aus vertraulicher Quelle. Und bei 50 Euro hat man nicht mal die Spritkosten drin. Bei uns ist das einfach so, wir fahren zur anderen Liga und machen dort Wrestling. Tauschen uns gegenseitig aus. Wir schonen die Taschen, ja? Und wenn man den Auto füllt, dann spart man sich auch oben nicht Geld. Also, das ist schon mal eine sinnvolle Sache. Das gleiche gilt auch für Trainingsseminare. Warum Trainingsseminare bezahlen? Warum Geld hin und her schieben? Wir fahren zu den anderen, trainieren mit denen zusammen und haben eine schöne Zeit. Generell will ich auch mal hinterfragen, ihr nennt das Pro-Wrestling, viele von euch. Aber wollt ihr alle wirklich zur WWE? Seid mal Hand aufs Herz. Oder wollt ihr alle groß rauskommen? Oder gibt es nicht auch viele von euch, die einfach Wrestling lieben und gern Wrestling machen wollen? Muss jeder Fußballer zwangsläufig in die Bundesliga? Muss jeder Basketballspieler zur NBA? Das ist unsere Philosophie. Wrestling machen, Spaß haben, auf einer Freizeitebene. Und wir sind uns sicher, viele von euch, die würden gerne mitmachen, aber die trauen sich's nicht. Weil die Leute sagen, oh, das ist Backyard Wrestling, das ist scheiße. Ja, hört doch einfach auf. Lasst euch keine Angst einjagen vor den anderen Pissern. Über die Jahre ist es uns immer wieder passiert, dass Wrestler gesagt haben, ey, FEK, cool, da wollen wir auftreten. Wir wollen in so ein cooles Video rein, wir wollen in eine Storyline verpackt werden. Und es ist schon fast zum Auftritt gekommen, bis die Promoter das spitz bekommen haben. Und die Promoter, die haben dann gesagt, wenn du dort auftrittst, dann darfst du bei uns nicht mehr kämpfen. Und da haben die Promoter einen Druck ausgeübt, haben sie erpresst und dann haben die Wrestler in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht. Ganz oft wurden irgendwelche anderen Vorwände davor geschoben. Wir hatten aber auch schon Wrestler, die ehrlich gesagt haben, dass es so war. Also, wir brauchen nicht mehr um heißen Brei drum herumreden. Wir wissen ganz genau, was hier passiert. Und was hier passiert, ist Mittelalter oder noch weiter zurück. Es ist einfach nur dumm und es ist deplatziert. Wir wollen Wrestling revolutionieren. Ihr wollt Pro-Wrestling machen? Gerne. Ihr könnt euch gerne große Locations holen. Ihr könnt viel Eintritt verlangen. Und ihr könnt euch die in euren Augen besten Wrestler ranholen. Wenn ihr Pro-Wrestling seid und wenn ihr denkt, dass ihr klar was Besseres seid, warum habt ihr dann Angst? Warum macht ihr uns dann dumm? Wenn man klar einen Unterschied sehen würde, dann wäre euer Verhalten überhaupt gar nicht notwendig. Ja? Also, nochmal, wir laden jeden Einzelnen, jede Liga, jeden Wrestler dazu ein, euch klar dazu zu bekennen, dass ihr Wrestling aus Freizeitgründen macht. Und dass ihr einfach aufblühen wollt, so wie ihr das Bock habt. Und dass ihr nicht nach der Nase von irgendeinem beschissenen Promoter tanzen wollt, der eigentlich selber sowieso keine Ahnung hat. Und wisst ihr was? Wir haben nichts zu verlieren. Denn wir haben schon einiges geschafft und können noch viel mehr schaffen. Und stellt euch vor, wenn ihr auch noch dabei seid, wie viele Leute wir dann sind. Und die Regeln, die geben keinesfalls nur wir an. Die Regeln können wir alle zusammen angeben. Wir geben alle zusammen den Ton an. Lasst uns zusammen Wrestling Deutschland verändern. Habt Mut! Hey, ich bin Outlaw von FWK und Professional Backyard Wrestling bedeutet, für jeden da zu sein und keine One-Man-Show hier zu betreiben. Wir schauen, dass jeder hier sein Spotlight bekommt und nicht, dass jeder Einzelne hier auf sein Spotlight achtet. Ich war auch schon in anderen Ligen gewesen und da ist das Miteinander im Backstage-Bereich, auf Deutsch gesagt, scheiße. Weil jeder, der von irgendeiner großen Pro-Liga kommt, der das Gehirn gewaschen wird. Euch wird das Geld aus der Tasche gezogen, dafür, dass ihr jede Woche dorthin rennt und am Ende 3 Jahre lang nur ins Seil rennt. Und bei uns kommt ihr zum Training und bekommt euren Platz in einer Show auf jeden Fall garantiert. Wie oft seid ihr in irgendeiner großen Liga schon zum Training gegangen? Und wie viele Kämpfe hattet ihr in einem Jahr? Das solltet ihr euch mal überdenken.
If nobody changes the rules, rules stay the same. Ihr habt das vielleicht auf unserem Logo schon manchmal gesehen, diesen Spruch. Und der steht nur ohne Grund da. Da bedeutet ja in Deutsch so viel wie, wenn niemand die Regeln ändert, bleiben die Regeln gleich. Und genau das ist der Kern, was wir erreichen wollen. Denkt doch mal nach, wer hat denn die Regeln im deutschen Wrestling gemacht? Wo kommen die her? Wer gibt die vor? Es gibt kein Gesetz, es gibt keinen festgeschriebenen Regularien, irgendwas wie beim Fußball, was ich, es gibt keine FIFA, keine UEFA, kein gar nichts. Jeder kann Wrestling so betreiben, wie er das für richtig hält. Jeder kann Wrestling in der Art frei machen, wie es ihm gefällt und wie er seiner Leidenschaft am besten nachgehen kann. Deswegen, umso mehr Leute zu uns dazukommen, umso besser können wir die Regeln ändern. Denn sonst bleiben die Regeln für immer gleich. Ja, und ich will es an der Stelle nochmal klar abstufen. Wrestler, ihr seid herzlich eingeladen, bei uns zu kämpfen und ihr müsst nicht kostenlos kämpfen. Ihr bekommt eine Unkostenpauschale. Das bedeutet, ihr fahrt mit eurem Auto zu unserer Show. Ihr bringt uns den Kassenzettel mit und den verdoppeln wir, dass Hin- und Rückweg bezahlt ist. Zusätzlich dürft ihr hier schlafen kostenlos bei uns und nicht irgendwie scheiße auf der Couch irgendwas, sondern richtig in einem schönen Gästezimmer bei uns. Und zusätzlich bekommt ihr natürlich Verpflegung, ein schönes Umfeld, eine schöne Wrestling-Show, Bilder, Videos von eurem Auftritt und so weiter und so fort. Ja, also überlegt euch das gut, was ihr hier bekommen könnt. Und überlegt mal ganz genau und seid ganz ehrlich. Die anderen Ligen, was zahlen die euch? Könnt ihr euch von den 30 oder 20 Euro oder 50 Euro überhaupt die Spritkosten leisten? Oder zahlt ihr da eigentlich immer noch drauf und spielt, dass ihr Pro-Wrestler seid? Oder wollt ihr aufhören mit Spielen? Wollt ihr Professional Backyard-Wrestler sein und eurer Leidenschaft wirklich folgen und auf die anderen Pisser einen scheißen? Ja, wär's nicht das? Ich dachte immer, als ich angefangen habe mit Wrestling, Wrestling sind alles geile Typen. Das sind kumpelhafte Leute. Man stärkt sich gegenseitig den Rücken und glaubt an eine Sache. Und was ich gesehen habe, war, jeder hat für sich die Sache gemacht. Keiner, jeder hat aufgepasst, hey, was ich jetzt tue, der eine Schritt, der kann mir meinen Kopf kosten, da darf ich nie wieder kämpfen. Oh, dem da muss ich die Hand geben, der hat gerade den Raum betreten, der hat ja schon 5 Jahre länger Erfahrung als ich. Ganz ehrlich, macht ihr das wirklich, weil ihr dahinter steht, weil ihr an dieses System glaubt? Oder macht ihr das, weil ihr sonst weg vom Fenster seid, weil ihr eine Person seid, weil ihr Angst habt, dass alle anderen genauso denken, ja? Und dass ihr dann der Einzige seid, der anders denkt? Glaubt mir, ihr macht euch selber was vor. Viel mehr Leute denken so, wie ihr eigentlich wirklich denkt. Traut euch, habt Mut, schreibt uns an und verdammt nochmal, wir kommen auch gerne ins Gespräch. Wir behandeln alle Anfragen vertraulich. Niemand, der sich hier meldet, wird irgendwo veröffentlicht oder sonst irgendwas. Schreibt uns an, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an, schreibt uns eine WhatsApp. Wir können ganz normal drüber sprechen, wir werden nichts nach außen tragen, wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid. Und jeder Wrestler, der aus ganz Deutschland kommt oder Schweiz oder Österreich, wo auch immer ihr herkommt, ihr seid hier alle herzlich willkommen. Es ist eine Art blinder Automatismus geworden, Backyard Wrestling zu verteufeln. Und es erfolgt im Prinzip eine Art Indoktrination von den ganzen selbsternannten Pro-Wrestlern. Welcher von denen ist tatsächlich schon Pro-Wrestler, wenn man das mal so sagen darf, ja. Und klar, wir benutzen das Wort selber, Professional Backyard Wrestling. Aber natürlich benutzen wir das aus Spaß, aus Witz. Und um dieser ganzen Sache nochmal die Krone aufzusetzen, kommt zu uns, schließt euch uns an, nicht bloß einzelne Wrestler, ganze Ligen. Die Masse gibt den Ton an und umso mehr wir werden, umso mehr und umso besser können wir uns durchsetzen gegenüber den ganzen selbsternannten Pro-Wrestlern. Also Leute, es liegt an euch, ihr müsst euch überlegen, wollt ihr eurer Leidenschaft folgen, wollt ihr eure Leidenschaft Wrestling frei ausüben oder wollt ihr irgendeinem fiktiven Wrestling-Knigge folgen, den irgendeiner sich irgendwann mal ausgedacht hat. Ich kann es nur wiederholen. If nobody changes the rules, rules stay the same. Kommt zu uns, kommt zu Professional Backyard Wrestling. Seid dabei. Und überlegt euch mal eins. Wollt ihr euren eigenen Schuh anziehen oder wollt ihr irgendeinen abgetragenen Turnschuh von eurem Trainer anziehen, den er euch vorwirft? Und wir sprechen auch in aller Deutlichkeit direkt Ligen an. Nicht nur einzelne Wrestler, gern auch gesamte Ligen, die sich uns anschließen. Die Vorteile, der Spaß, das könnt ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen. Kommt auf uns zu, wir tauschen uns aus. Und ich schwöre euch, da kommt was raus dabei. Da kommt was rum, was allen gefällt und was eine coole Sache, eine Bereicherung wird.
Hört auf mit dem scheißspießigen Mistkram. Diesen konservativen Scheiß könnt ihr euch sonst wohin schieben. Habt ihr euch das mal überlegt, was Wrestling eigentlich ist? Man tut so, als ob man sich verprügelt. Und ihr wollt was Konservatives, Beklopptes, Deutsches draus machen? Bleibt doch mal locker, verdammt. Professional Backyard Wrestling!